Und steht ein echtes Highlight ins Haus. Geht ja auch eigentlich gar nicht anders, wenn diese beiden aufeinandertreffen. Wir freuen uns auf Borussia Dortmund gegen Panathinaikos. Wir melden uns heute aus dem Signal Iduna Park, liebe Zuschauer. Am Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir übertragen heute ein Vorrundenspiel aus diesem Wettbewerb. Wir freuen uns auf ein super Spiel. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten, müssen auf Sieg gehen und das werden sie auch machen. Das wird spannend. Gut verteidigt. Und so tritt der BVB heute also an. Niklas Süle spielt mit Mats Hummels in der Abwehr. Marcel Sabitzer steht im Zusammenspiel mit Emre Can auf den Positionen in der Mitte. Und einziger echter Stürmer ist heute Sebastian Haller. So also geht Panathinaikos in die Partie heute. Sie haben den Ball und sie schauen immer wieder, wo sind die Nebenleute. Stark gemacht, das könnte was werden. Starke Szene. Was können wir im heutigen Spiel von Sebastian Haller erwarten? Ihn müssen Sie heute mit Flanken füttern. Er kann es per Kopf richtig gut. Das wäre, wie ich finde, ein gutes Mittel in diesem Spiel. Oh, das ist unnötig. Es gibt einen Treffer bei Rennes. Alle Infos kommen jetzt aus dem Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Rennes. Neuer Spielstand damit 1:0. 16 Minuten sind gespielt. Danke. Also das wollte er so sicher nicht. Er trifft ins eigene Tor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Sebastian Haller. Jetzt die Flanke. War dann doch zu unentschlossen. Er verliert da den Ball. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Aber die Abwehr ohne Probleme. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Aber dann ist die Abwehr da bei diesem Steilpass. Palacios. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Den Ball holt er. Gut verteidigt. Sie haben da Platz auf dem Flügel. Oh, das könnte was werden. Zwei Tore Vorsprung also für den BVB. Das sieht doch jetzt schon mal richtig gut aus. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert. Und da gibt es nichts mehr zu halten. Steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Jedwai. Malen. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf.
zieht ab. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Björns, Pausenpfiff. Gleich geht es hier also weiter mit Durchgang 2. Er kann heute leider nicht die gewohnte Leistung abrufen. Harmlos sein Auftritt bisher. Er kann sich da vorne überhaupt nicht in Szene setzen. Das ist auch ein Grund für den Rückstand. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Da könnte jetzt was entstehen. So einfach geht es dann aber doch nicht. Ja, das war kein guter Lupfer. Das wird dem Trainer nicht gefallen. Jetzt kommt nochmal die Wiederholung vom Treffer eben. Adeyemi. Außen wäre Platz. Jetzt die Flanke. Kopfball neben das Tor, war eigentlich kein schlechter Versuch. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. So, geht jetzt nach innen. Sie geben noch nicht auf, das ist nicht zu übersehen. Gute Chance, aber kein Tor. Aber wenn sie so weitermachen, wer weiß, ich glaube, da kann sich noch was tun. Es wird eine Auswechslung geben. Adeyemi. Ballverlust Dortmund. Muss Ecke geben. Sie wechseln. Ecke ins Zentrum. Erstmal abgeblockt. Emre Can! Er muss doch sitzen, oder? Stramm abgezogen. Aus der Entfernung eine bessere Chance bekommst du nicht mehr. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Palacios. Immer noch mit dem Ball. Da ist die Hereingabe. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Wechsel bei Dortmund. Tor im Spiel von Rennes. Im Studio gibt es alle Infos dazu. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Rennes. Damit steht es hier 3:3. 74 Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank für dieses Update. Emre Can. Ah, da wäre jetzt Platz. Souverän, wie sie das hier machen. Nächstes Tor, drin der Ball. Die Führung damit 3 Tore. Wir sehen jetzt hier nochmal, was entscheidend für das Tor ist. Das
setzt sich unglaublich gut durch. Lässt die komplette Abwehr einfach stehen und sich den Treffer natürlich verpflegen. So, weiter geht es hier für Dortmund läuft. Der Vorsprung beträgt 3 Tore. Da kam das Foul, aber es gibt Vorteil. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Er holt sich den Ball. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Es gibt einen Treffer bei Renn. Alle Infos kommen jetzt aus dem Studio. Wir haben hier das nächste Tor. Gefährliche Szene. Ah, da lässt er die klasse Chance liegen aus kürzester Entfernung. Ich weiß, klingt immer doof, aber den muss er machen. Jetzt wird hier gewechselt. Reguläre Spielzeit ist um, aber es gibt 4 Minuten obendrauf. Ja, machen Sie gut. Stören früh, da haben Sie den Ball. Ball kommt schön nach innen. So, wir hören den Schlüssel. Spiel 1 ist vorbei und Sie haben es geschafft. Sie haben diese Partie gewonnen. Toller Start, natürlich. Besser kann es kaum laufen. Ich glaube, man hat heute schon gesehen, wie gut Sie in diesem Jahr sind. Da ist Zuversicht angesagt für die nächsten Aufgaben. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Das war eine starke Leistung heute. Tor gemacht, was will man mehr? Hat sich den Jubel wirklich verdient.